Wir sind hier vorm Brechthaus in Augsburg und am 10. Februar 1898 wurde hier Bert Brecht, Augsburgs weltweit bekanntester Sohn, geboren. Und wir können vom Tourismusmanagement Regio Augsburg jetzt Götz Beck befragen. Götz Beck, was erleben, was sehen, was hören wir zum Brecht-Jubiläumsjahr, 125 Jahre Bert Brecht hier in Augsburg? Ja, also zuerst einmal ist es natürlich ein tolles Jubiläum, 125 Jahre. Das hat eine nationale, eine internationale Bedeutung. Und von dem her gesehen, da können wir natürlich jetzt gerade zu Brecht tolle Akzente setzen. Was wir haben tolle Veranstaltungen, Brecht-Festival, wir haben Führungen natürlich, Schauspielerführungen, wir haben Aktivitäten hier im Brechthaus, also wirklich ein bunter Strauß, den wir anbieten können. Und wir sind zuversichtlich, wie gesagt, dass wir eine schöne Wahrnehmung zum Thema Brecht in Augsburg erfahren werden. Es soll ja sogar noch einen Bert Brecht-Preis geben. Wissen Sie da auch was dazu? Ja, er ist ja bekannt, der Brecht-Preis. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man solche Aktivitäten hat, um ein Profil von einer Stadt zu besetzen. Und wir sehen das ja immer wieder, diese Kontinuität vom Brecht-Preis, von diesen Aktivitäten. Das macht es aus, um sich als Brecht-Stadt zu positionieren. Und da sind wir, finde ich, auf einem ganz guten Weg. Und jetzt noch eine Frage zum Brechthaus. Sie, Götz Beck, mit Ihrem Regio Augsburg sind ja zuständig fürs Brechthaus. Was können wir hier im Jubiläumsjahr hier erleben? Also es gibt natürlich auch wieder ein buntes Programm, ob jetzt Lesungen, ob musikalische Beiträge, ob Führungen. Wir haben ein eigenes Programm zusammengestellt, es gibt einen eigenen Flyer, es gibt im Internet die Informationen, also ein adäquates Programm für unser tolles Jubiläum, 125 Jahre Berthold Brecht. Da freuen wir uns drauf, lieber Götz Beck, und danke fürs Interview, und wir sehen uns spätestens morgen zum Geburtstag, vielleicht im Goldenen Saal im Rathaus. Sehr gut. Vielen Dank. Mäcki, welche war dein Preis?